das Schwert des Leidens ging, jetzt das Schwert des Leidens ging. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr, der uns Sicherheit gibt, er sei mit euch. Liebe Gläubige, ich begrüße euch an diesem Samstagmorgen, der Samstag, der Tag der Grabesruhe, wo wir immer daran denken, zu warten darauf, dass sich die Verheißung Gottes erfüllt und dass nach dem Tod das ewige Leben sich zeigen darf. Ich freue mich, dass ihr da seid, um gemeinsam als Nachbarn auch für liebe Verstorbene Liselotte Bauer, diese Messe aufzuopfern. Wir wollen Kraft schöpfen aus dem Vorbild Jesu Christi, wie es uns in der Heiligen Schrift bezeugt ist. Er, der verheißen hat, am dritten Tage werde er auferstehen und alle Menschen hinführen zum ewigen Glück. Wo wir uns dieser Wirklichkeit noch verschließen, da lasst uns ihn um Verzeihung bitten. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Wir dürfen uns dem Auferstandenen zuwenden, der uns immer wieder barmherzig liebend in die Arme nimmt. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Lasset uns beten. Gütiger Gott, durch das Wirken deiner Gnade schenkst du uns schon auf Erden den Anfang des ewigen Lebens. Vollende, was du in uns begonnen hast, und führe uns hin zu jenem Licht, in dem du selber wohnst. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Der Prophet Micha verkündet uns heute, dass es die große Sehnsucht Gottes ist, alles zu vergeben, alles zu versöhnen. Lesung aus dem Buch Micha. Herr, führe mit deinem Stab dein Volk auf die Weide, die Schafe, die dein Erbbesitz sind, die einsam lagern in deiner Wildnis, mitten im fruchtbaren Land. Sie sollen wieder in Baschan und in Gilead weiden, wie in den Tagen der Vorzeit. Wie in den Tagen, als du aus Ägypten auszogst, lass uns deine Wunder schauen. Wer ist ein Gott wie du, der du Schuld verzeihst und den Rest deines Erbvolkes das Unrecht vergibst? Gott hält nicht für immer fest an seinen Zorn, denn er liebt es, gnädig zu sein. Er wird wieder Erbarmen haben mit uns und unsere Schuld zertreten. Ja, du wirfst all unsere Sünden in die Tiefe des Meeres hinab. Du wirst Jakob deine Treue beweisen und Abraham deine Huld, wie du unseren Vätern geschworen hast in den Tagen der Vorzeit. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Herz der Auserkorenen, das ist
des Volkes, das du erlöst hast mit deinem kostbaren Blute. Schone, o Herr, schone deines Volkes, das du erlöst hast mit deinem kostbaren Blute. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten: Er gibt sich mit Sünder ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis und sagte: Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater: Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu den Knechten: Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an. Bringt das Maßkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und er lebt wieder. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und sie begannen, ein fröhliches Fest zu feiern. Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er heimging und in Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte dem Vater: So viele Jahre schon diene ich dir, und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Mir aber hast du auch nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb schlachten lassen. Der Vater antwortete ihm:
Mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern, denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Evangelium, Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, welch ein Evangelium. Der heutige Tag führt uns direkt ins Herz des Barmherzigkeitsjahres. Dieses Gleichnis Jesu im Lukas-Evangelium wird auch das Evangelium im Evangelium genannt. Das heißt, die frohe Botschaft in der frohen Botschaft. Das Allerfrohste quasi. Und so erleben wir es auch. Der Anfang ist ernst. Es beginnt nämlich, der Anfang ist hoffnungsvoll. Es beginnt, dass es heißt, alle Zöllner und Sünder kommen zum Heiland und wollen ihn hören. Offensichtlich haben sie aufgehorcht, was dieser Jesus verkündet, dass das etwas für ihr Leben ist, dass da ein schönes Angebot ist. Und Jesus geht so weit, er lässt sich nicht nur zuhören von diesen Verachteten und Geringgeschätzten, er hat sogar Mahlgemeinschaft mit ihnen. Er gibt zum Ausdruck, ihr gehört zu mir. Und dann eben das Ernste, das Erschreckende, die religiösen Autoritäten der Zeit, die Schriftgelehrten, die sich im Alten Testament ausgekannt haben, und die Pharisäer, Menschen, die gesagt haben, wir müssen streng nach den Geboten Gottes leben, dann wird alles recht. Die verurteilen ihn, die empören sich, dass er sich um alle kümmert. Besonders, wie gesagt, auch um die, die falsch leben. Ein Sünder, das ist ja nichts Schönes. Das ist ja einer, der Leid in die Welt bringt. Sie empören sich, denn ihre Haltung war, wenn du gut lebst, dann hast du Anspruch auf den Segen Gottes. Und sonst bist du quasi verloren. Versteht ihr jetzt, warum Jesus so eine ausgiebige Geschichte erzählt, die sich jeder ganz leicht merken kann? Wenn ich euch nachher frage, jeder kann die Geschichte nacherzählen. Weil er uns zeigen will, Gott hat nur eine Sehnsucht, dass alle Menschen wieder dieses Heilsangebot annehmen, das er hat, nämlich Liebe. Das beste Beispiel, darum bringt es ja hier mit Vater und Söhnen, ist die Familie. Die Liebe der Eltern zu den Kindern, da steckt die Barmherzigkeit schon drinnen. Denn da kann das Kind in seiner Freiheit auch ganz verkehrte Wege gehen. Immer wird von den Eltern die Sehnsucht da sein. Er soll zurückkommen, in die Ordnung kommen. Und ich bin bereit zu vergeben. Das ist dann schon sehr dramatisch, wenn jemand hier die Vergebung verweigert würde. Vor allem passt es nicht zu Gott, denn Gott offenbart sich so. Er hat nur eine Sehnsucht, dass der Mensch zu ihm findet und dann alles im Glück miteinander ist. Für ihn ist die Sünde nicht das große Problem. Man kann Fehler machen. Wie immer irgendwie hineingelockt wurden. Für ihn ist das Problem, wenn der Mensch nicht zugibt, dass er wo was falsch gemacht hat und nicht die Vergebung annimmt und dann lieber in der Kargheit lebt. Denn so sagt es die Geschichte, wenn du dich vom Reichtum Gottes entfernst und nur mit dem, was du auf Erden so ein bisschen mitbekommen hast, lebst, das geht dir aus, spätestens im Alter. Und dann geht es dir nicht mehr gut, wenn du nicht eine Zukunft in Gott hast. Und Jesus sagt uns das eben. Wendet euch diesem Gott zu und was ist dann? Ihr erlebt euch als würdige Gotteskinder. Der Vater lässt das gar nicht gelten.
dass er nicht mehr wert ist, der Sohn zu sein. Ja, es stimmt, er hat seinen Teil verschleudert, aber der Vater ist reich genug und für ihn zählt nur den, den ich mag, der ist wieder da. Darum das Fest. Übrigens ist auch die Geschichte für jede Beichte. Jede Beichte ist so eine kleine, ein kleines Evangelium, wo du zurückkommst zum barmherzigen Gott und der jubelt und stellt dich wieder her in deiner ganzen Schönheit, wo wir selbst uns verunstaltet haben. Das ist ein Evangelium. Die Kirche, die Bibel ist immer sehr realistisch. Für Gott ist die Sache gelöst, aber nicht für uns Menschen. Der zweite Bruder, der auf sein Recht pocht, dass er immer ordentlich gelebt hat, aber der nicht in dieser Liebe zum anderen lebt, der nur sagt, es ist dein Bub. Der Vater aber sagt, es ist dein Bruder. Und freu dich mit, wenn wir alle wieder zusammen sind. Du hast alles, wenn du bei mir bist. Bist du selber schuld, wenn du dir keinen Ziegenbock genommen hast? Quasi, wer bei Gott ist, der darf in der Freude leben, der braucht nicht so ängstlich oder so verhärtet, nur quasi pflichterfüllend leben. Gott will die Freude, Gott will das glückliche Zusammensein. Ihr merkt, eine füllige Geschichte, freuen wir uns darüber. Es ist das Zentrum unseres christlichen Glaubens, die Frohbotschaft, die wir empfangen und hinaustragen dürfen. Liebe Gläubige, die ihr heute da seid, nehmt euch das mit. Wir feiern jetzt dieses Festmahl, wo einer sich hingibt, damit alle zu ihm zurückfinden. Wir wollen fröhlich sein, dass wir in Gott gerettet sind. Amen. Christus ist unser Bruder geworden, damit wir heimfinden zu Gott, unserem Vater. So lasst uns aus der Gottferne unserer Tage rufen. Für alle jungen Menschen, die ihren Weg suchen und finden müssen, begleite sie in Aufmerksamkeit und Liebe. Du, unser Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Eltern, Mütter und Vater, die ihre Kinder eines Tages loslassen müssen, begleite sie in Geduld und Vertrauen. Gott, du unser Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die sich verrannt haben, bleibe an ihrer Seite. Du unser Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die echte Versöhnung leben und barmherzig sind mit sich und anderen, lass sie empfangen, was sie schenken. Du, unser Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen auch die heutige Messintention in die Fürbitten einschließen. Schlossbergsiedlung für verstorbene Frau Lieselotte Bauer. Du, unser Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Barmherziger Gott, du zeigst dich als der Vater aller Menschen. Wir vertrauen, dass du unser Beten hören wirst durch Christus, unseren Herrn. Amen. Geiseln, Dornen, Spott und Hohn.
und für mich erduldet. Gib mir Teil an deinem Schmerz, gib mir Teil an deinem Schmerz. Lasset uns beten. Herr und Gott, lass im Sakrament des Altares die Erlösung an uns wirksam werden. Halte uns zurück, wenn uns falsche Freuden locken. Rufe uns heim, wenn wir in die Irre gegangen sind, und führe uns zum Festmahl deiner göttlichen Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dein Erbarmen zu preisen. Denn jedes Jahr schenkst du deinen Gläubigen die Gnade, das Osterfest in der Freude des Heiligen Geistes zu erwarten. Du mahnst uns in dieser Zeit der Buße zum Gebet und zu Werken der Liebe. Du rufst uns zur Feier der Geheimnisse, die in uns die Gnade der Kindschaft erneuern. So führst du uns mit geläutertem Herzen zur österlichen Freude und zur Fülle des Lebens durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir deine Größe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, 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 heilig ist der Herr. Heilig, 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 heilig ist nur er. Er, der nie begonnen, er, der immer war, ewig ist und waltet, sein wird immer da. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit, darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Und als die Stunde kam, da er verherrlicht werden sollte und er sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot in seine Hände, erhob die Augen zum Himmel, zu dir, seinem Vater, dem allmächtigen Gott, sagte dir Lob und Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Jesus, du hast uns erlöst und aus Liebe die ganze Welt. O Jesus, wir danken dir. Jesus, du hast uns erlöst und aus Liebe die ganze Welt. O Jesus, wir danken dir. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu leben und dir zu dienen mit guten Werken. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut. Lass uns ihm ähnlich werden und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred, Altbischof Ludwig und Maximilian und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke auch unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm alle, die du in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Dann wirst du alle Tränen trocknen. Wir werden dich, unseren Gott, sehen, wie du bist, dir ähnlich sein und dein Lob singen ohne Ende. Vater, erbarm dich über uns alle, deine Kinder, damit uns das göttliche Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, dem heiligen Jakobus, unserem Pfarrpatron, und mit allen Menschen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. So können wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr unser Gott, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deiner barmherzig verzeihenden Liebe, die wir in deinem menschgewordenen Sohn schauen, und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. So bitten wir ihn, der jetzt mitten unter uns ist in der heiligen Kommunion. Herr Jesus, schau nicht auf unsere Sünden, die uns trennen, sondern auf unser Glauben, Hoffen und Lieben, das uns verbindet, und schenk uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt euch das Zeichen des Auferstandenen, Frieden und Versöhnung.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht den Auferstandenen, Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern. In der Heiligen Kommunion erleben wir, wie Christus mit uns Mahl hält. Wir sind es, die er ganz in die Heiligkeit hineinführen möchte. Lassen wir uns geistlich oder leiblich hineinnehmen in seine Liebe. Blut Christi, schenke uns das ewige Leben. Freu dich, mein Sohn, denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und wurde wiedergefunden.
singen wir zum Dank die fünfte Strophe. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du schenkst uns Anteil an deinem Sakrament. Gib, dass wir das heilige Brot nicht nur mit dem Mund empfangen, sondern ganz von seiner Kraft durchdrungen werden, sodass wir wahrhaft aus deiner Gnade leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Dank euch für euer Kommen und Mitfeiern der heiligen Messe. So wie die Sonne uns heute diesen Tag erhält, so lasst euch durch die frohe Botschaft der barmherzigen Liebe Gottes euer Leben erhellen. Und helfen wir zusammen, dass das Leben aller in dieses Licht kommt. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es segne euch und alle, die zu euch gehören, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht in seinem Frieden. Amen.